Okay, da oben wäre der Ausgang. Da ist auch der Ausgang. Oder geht's hier tiefer hinab? Ich weiß gerade echt nicht da. Ich weiß nur, dafür brauche ich einen Schlüssel und ich habe keinen Schlüssel. Nope. Leider nicht. Leider nicht. Autsch. Da bin ich zu spät. So, geräumt. Du hast einen Blick auf eine Stadtkatze, die die Höhle verlässt. Ihm nach! Oberster Magierkätzchen. Oberstes Magierkätzchen. Er reagiert nicht. Schnell, gib ihm den Zaubertrank. Du hilfst der Stadtkatze, den Zaubertrank zu trinken. Du hast mich gerettet. Vielen Dank. Wir sind hier, um den König zu retten. Weißt du, was ihm passiert ist? Eine weiße Kater ist in der Katzpitale aufgetaucht und hat den König verflucht. Ich versuchte, ihn zu stoppen. Dabei habe ich meine Magie verloren. Wie können wir den Fluch zerstören? Das werde ich herausfinden. Meine Magier werden euch kontaktieren. Nimm dies als Belohnung. Ein Magierstab! Cool, danke. Was? Miau. Alle Magier sehen gleich aus, nicht? Oh ja. Aber schon ganz schöne Ausrüstung hier zusammen. Muss ich sagen. So, schau ich mal hier vorbei. Oh, die Geister. So, was ist hier? Ich mache mir echt Sorgen, dass wir wieder gegen das Lupusreich in den Krieg ziehen, Mount. Diese Hunde führen mir was im Schilde. Denk an meine Worte. Okay. Keine Quest verfügbar. So. Das war, glaube ich, auch drüben für Stufe 10. Ach mal, so blaues Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Frag mal nach. Ah, das Drachenblut. Wusstest du, dass du Feedback zum Spiel auf der Cat Quest Facebook-Seite geben kannst? What? Das kommt jetzt unerwartet. So kannst du den Entwicklern sagen, wie sehr du das Spiel liebst, nicht? Genau. Die Entwickler freuen sich, von euch allen zu hören. Okay, ich würde das gern auf Twitter oder so verfassen, weil ich bin gar nicht unbedingt der Facebook-Nutzer. Aber ich denke, das Spiel wird das auch zulassen. So, hier hinten. Ja. Stimmt, da war ja die Truhe drin. Ah, Katzabenteurer, wie kann ich behilflich sein? Je. Seid ihr Kätzchen nicht einfach super süß? Ah, nenn uns nicht süß. Ich habe jedenfalls einen Drachen gesehen, meine Herren. Ich markiere es mal eben schnell auf deiner Karte. Müssen wir da rüber wahrscheinlich, ja. Gut, dann gehen wir mal mit dem Drachen hinterher. So. Und besiegen den Drachen. Dann müsste ich in Stufe 10 sein, denke ich mal. So, uff. Verdacht im Osten. Ah, kann ich bei euch mal rein? Yay! Blitzmiau, Brutzelfeinde knusprig. Wissen Blitzmiau gegen 50 Gold? Okay, gut, habe ich. Ich habe den Blitzzauber! Neue Fähigkeiten anwenden. So, gut, tue ich ihn dahin. So, können auch gleich aufwerten.
extra Blitzpower. Katzenblitzpower. So. Warte mal, wie viel kostet Stufe 3? 450. Dauert noch etwas. So. Okay, hier drüben ist der Drache. So, lege ich mich mal trotzdem mal kurz hin, damit ich das Spiel speichere. Weil sonst muss ich ja allzu viel wieder neu machen. So, oh, da muss ich ja ziemlich weit außen rumlaufen. Beta-Ruinen. Sind für Stufe 15. Das ist jetzt das Größte, was ich mich frage. Bin ich womöglich nicht vielleicht so unterlevelt dafür, dass ich gerade tun will? Ein Moment, schau, da ist eine Inschrift drauf. Die alten Meister, unsere Götter, machten uns nicht nur das Geschenk der Sprache, sie brachten uns auch mehr von ihrer Art bei. Ich frage mich, ob es noch mehr davon gibt. So, weil wenn ich hier zum Beispiel mal schauen, gibt's. Okay, das ist jetzt auch Stufe 10. Ich habe jetzt erwartet, dass es vielleicht zur Stufe. Yay, mehr Erfahrung. Stufe 12 oder so ist, wo es halt wirklich so definitiver Bereich ist von. Yay, jetzt solltest du vielleicht mal etwas mehr aufleveln. Kit Cuts. So. Warte mal, bist du dir wirklich sicher? Ich weiß, du hast schon einen Drachen getötet, doch diese hier scheint anders zu sein. Wir sollten erst versuchen, stärker zu werden. Viel stärker. Durch Quest wirst du am schnellsten stärker. Okay. Ich rechne gerade damit, dass ich sterben werde, weil das Spiel mir einen netten Hinweis gibt. Aber ich will es trotzdem probieren. Wow, der heilt sich? Du Sack. So. So. Au. Hey, hab's geschafft. Yep, gespeichert habe ich. Im Notfall wäre nicht so viel Schlimmes passiert. Miau, wir sind die Besten. Wow, Flammenfang. Das ist ein cooles Item. Und Level 10. Sehe ich Gespenster? Das ist deine Schwester. Schwester! Nein, sie ist weg. Sie ist weg. Sie ist schon wieder weg. Hat dir meine Illusion gefallen? Roll, lass sie jetzt frei. Noch nicht, kleiner Geist. Zwei meiner Drachen sind noch übrig. Der nächste befindet sich im Wasser. Ich habe gerade einen magischen Pferdensucher an Drakov angebracht. Dieses Miststück wird uns jetzt direkt zu deiner Schwester führen. Folgen wir seiner Spur. Oh, cool. Wow. Die haben Schädel?
doch sehr viel XP bekomme ich hier. Oh, Lauli! Danke fürs Abo! Das gab jetzt auch unerwartet. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Heute ist ja fast schon mein Glückstag hier. Vielen Dank, dass du abonniert hast. Ich hoffe, du hast Spaß mit diesem schönen kleinen Katzenspielchen mit mir. Und Abo an Never Day. Danke, Walker. Oh, das kam heute alles so unerwartet zu viel. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, du hast trotzdem deinen Spaß mit anzuschauen. Ich hoffe, du hast allgemein deinen Spaß mit mir. Und ja, have fun. Auch mit diesen schönen Emotes, die ich dank Benny habe. Katzen gehen immer. Da hast du recht. Schade, dass Nicht-Waltraud gerade nicht hier ist. Ja, unsere Katze heißt Nicht-Waltraud. Nur damit es alle wissen. So. Na, kann man mal kurz lesen. Ein Monument. Schau, da ist eine Inschrift drauf. Die alten Meister und die Drachen kämpften viele Jahre lang. Bald wurde dies der Drachenkrieg genannt. Ja, die Schmeißer. Ich frage mich, ob es mehr davon gibt. Wow. Wir gehen gleich in den verpfotenen Felder. Die sind nicht ohne Grund verpfoten. Lauf, wenn die Monster zu furchteinflößend sind. Okay, ich gehe da jetzt erstmal wieder zurück. Ich will jetzt doch mal speichern, lieber gerade. Wieder. So, nap, nap. Weil ich will den Drachen nicht nochmal machen. Ganz ehrlich. So. Okay, ich will ehrlich gesagt gerade echt wen aufleveln. Die Katzenminzenkur. Ist es nicht seltsam, dass diese Stadt vollkommen leer ist? Und trotzdem gibt es eine Questtafel? Mensch, bitte. Meine Schwester ist so krank. Wird uns jemand helfen? Nun gut, schauen wir mal, was diese Bauern brauchen. Okay. Oh, Katzabenteurer, seid ihr wegen der Quest hier? Mounts, bitte, meine Zwillingsschwester ist so krank. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bauer, hab keine Angst, deine Retter sind hier. Katzenminze, bitte fette Katzenminzenkraut. Es kann alles heilen, das weiß ich. Und hat noch besonders magische Effekte aufs Gemüt. Es wächst etwas in der Nähe der Berge, östlich von hier. Bitte beeilt euch. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch bleibt. So, weil dann will ich zumindest hier ein bisschen aufleveln. Ups, falsche Taste schon wieder. Wow! Ango 83, danke fürs Abo! Ich hoffe, du hast hier deinen Spaß beim Zuschauen und allgemein. Auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Gerne doch. Das höre ich gern. Und viel Spaß allgemein auf dem Kanal. Du feierst mich. Das ist cool zu hören. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, so richtig. Das kam auch wie so vieles unter. Was ist heute mit los? Habe ich so einen versteckten Glückstag? I don't know. Auf jeden Fall, nochmals, vielen, vielen herzlichen Dank für das Abo. Und viel Spaß noch weiterhin auf dem Kanal. So, mach ich mal kurz weiter. So. So. Okay, doch mal entfernen hier. Kein Thema, muss nichts sagen, wenn du nichts willst. Ich wollte mich nur einmal ausdrücklich bedanken. Weil das sollte wirklich angemessen sein. Das ist jetzt meine Meinung. Und neben der Spur, das stimmt, das stimmt. Das müsste der Ort sein. Doch wo ist die Katzenminze? Stimmt, das sind ja noch so Monster da im Hintergrund. Oh nein, wappne dich, Hinterhalt!
Oh, wow, wow. Das ist wirklich ein Hinterhalt gerade. Nein! So. Puh, das war wirklich... Oh nein, die Monster sind auf der ganzen Katzenminze rumgetrampelt. Ey, ihr seid miese Monster. Lass uns schnell wieder zurückgehen. Vielleicht fällt uns ein anderer Plan ein. Was? Ihr solltet mir Katzenminze geben, ey Leute. Ich gehe da nicht so drauf ab wie die Katzen. So. Also die haben mir auch ganz schön Schaden zugefügt. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, wie die Minka. So. Die ist ja völlig benebelt davon, wenn die hier so ein schönes Flash kriegt. Oh, Katzenminze bekommt. Haltet! Haltet euch von den Zwillingsstädten fern! Das ist euer letzte Warnung. Okay, gut, okay. Was? Ihr seid schon ein bisschen verrückt, oder? Ihr zwei? Wie ihr mit Katzenmütze einreiben? Ach komm. Was in aller Welt? So. Immerhin, ich kriege gute Erfahrung dadurch auch. Was? Okay. Ja, ihr seid meine Freunde. Die Tür öffnet sich krächzend und zeigt ein vor langer Zeit verlassenes Haus. Was? Wo sind die Bauern? Wir können uns doch nicht einfach eingebildet haben, oder? Falls wir Zeit haben, können wir uns die Stadt auf der anderen Seite ansehen. Yay! Level 12! So, es ist jetzt erstmal... Dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück, weil ich... Ich merke schon, wie das Spiel zumindest ein bisschen anzieht. Und es gibt mir auch explizit die Möglichkeit noch, dass ich hier Quests mache. Und sagt auch explizit, dass ich das machen soll. Das seltsame Talisman. Mach mal das. Du nimmst einen seltsamen Talisman von der Übersicht. Okay. Bauern, was ist das für ein seltsamer Anhänger? Sie ignorieren uns. Sind sie alle verzaubert? Hallo? Hm, zeig mal den Talisman. Spiri fliegt neugierig um den Talisman herum. Ich kann eine magische Spur sehen. Sie sollte uns zu dem führen, der das getan hat. Hm, okay. Markov, du hast sehr, 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 sehr komische Vorstellungen. Ich weiß nicht, ob ich gerade sehr erschreckt sein soll oder... I don't know. Da ist ein Zeichen auf dem Boden. Es sieht genauso aus wie das auf dem Talisman. Die magische Spur endet an diesem Zeichen. Warte eine Minute. Ich höre Monster! Oh Gott, jetzt geht es. Du bist weg. So, du bist auch weg. zeig mal das Zeichen nochmal. Ey, von einer Katzenlawine überrollt zu werden, ist nicht miaust. Not amused. Definitely. Oh Götterkatzen, wo kommst du her? Talisman. Muss haben, Talisman. Sie ist echt freakig. Pass auf, Katzenkollege. Gib mir Talisman. Gib mir Talisman. Sie will den Talisman, den wir aus der Stadt mitgenommen haben.
Gib ihn ihr nicht. Werf ihn ins Wasser. Okay, weggeworfen. Was war das denn für ein verrücktes Symbol? Wie seid ihr beiden hier erschienen? Warum kann ich mich an nichts anderes erinnern? Oh, Götterkatzen. Ich brauche mal eine Pause. Ich glaube, jeder, der das Symbol sieht, wird den Talisman folgen. Jemand lockt Kätzing in diese unheimliche Stadt? Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Schauen wir uns die Stadt nächstes Mal genau an. Okay, das ist ziemlich scary eigentlich für so eine Stadt. So, gehe ich jetzt aber auf jeden Fall auch mal kurz ein bisschen zurück. Ja. Weg mit dir. Weil dann kann ich hier unten die Quest noch machen. Mal schauen, wo das storymäßig hinführt. Weil ich will den König zumindest von seinem Fluch befreien oder so. Das wäre cool. Oh, Stufe 12. Wir sind Stufe 12. Wie passend. Wir haben einen Weg gefunden, um den Fluch vom König aufzuheben. Das ist gut. Habt ihr Magierkätzchen schon eine Lösung gefunden? Ja, der Fluch besteht durch Geisterkugeln. Wenn wir also diese Kugeln zerstören, dann verliert der Fluch seine Macht. Klingt nach einem guten Plan. Wir kümmern uns darum. Okay, die Geister. Ja, jetzt katze ich die Quest. Oh Gott, ey. Ich glaube, dieses Spiel wird wirklich zu viel für mir. So viele Katzenpools hier. So, sollte hier oben eine Kugel erscheinen wahrscheinlich. Mounts, wir sollten in der ersten Kugel sein. Okay, hier. Oh, erscheint die Kugel etwa? Warum ist sie auf ein Monster drauf? Wow, wow. It's a trap. Die Kugel zerbricht und verschwindet. Yay, das ist gut. So, und was ist jetzt hier? Okay, es ist weg. Miau, eine weitere Kugel ist übrig. Okay, dann müssen wir hier rüber. Hm? Was ist denn hier? Miau, das ist ein echt hoher Berg. Hey, wir müssen... Das müssen wir uns näher anschauen, um zu sehen, wie er aussieht. Das schaue ich mir später höchstens mal an. Hey. Die nächste Kugel ist in der Höhle. Hör zu, um die Kugel zu zerbrechen, müssen wir alles im Inneren räumen. Oh ja, Kelquest. Oh, Stufe 15 soll die sein, glaube ich? Das könnte lustig werden. Jetzt mal ganz gut. Vom Magie her sollte ich das schaffen. So, Hammer auf jeden Fall. Au! That hurts!